heißt zwar, Weihnachten sei das Fest der Liebe, aber sind wir mal ehrlich, an den Feiertagen wird auch gerne mal gestritten. Mit den gestressten Eltern, den nörgelnden Opas oder dem eigenen Sattheitsgefühl. Wenn das Umfeld stimmt, dann kann Streiten aber auch verdammt viel Spaß machen. In Multiplayer-Spielen zum Beispiel, die eine enge Zusammenarbeit voraussetzen oder eure kompetitive Ader befriedigen. Damit ihr potenziellen Streit über Weihnachten in spaßige Bahnen lenken könnt, haben wir hier 10 Koop- und Versus-Spiele für euch rausgesucht, die ihr auch mit nicht so erfahrenen Spielern problemlos auf der Couch zusammen erleben könnt. Schon Immanuel Kant wusste, allein zu essen ist für einen philosophierenden Gelehrten ungesund. Und was fürs Essen gilt, zählt ja wohl auch fürs Kochen. Herr Kant wäre daher sicher ein großer Fan von Overcooked gewesen, auch wenn hier häufiger gegeneinander als miteinander die Messer gewetzt werden. Bis zu 4 Küchenmeister stellen sich im chaotischen Koop-Gebrutzel einer Reihe von Herausforderungen. Ziel ist es dabei, unter Zeitdruck den Rezeptanweisungen zu folgen und verschiedene Gerichte zuzubereiten. Tomaten müssen geschnitten, Fleisch gebraten und Brot gebacken werden, ehe die fertigen Mahlzeiten in den Bäuchen der hungrigen Restaurantbesucher landen. Klar, dass man sich dann gerne mal auf den Füßen steht. Nur mit Koordination und Teamfähigkeit behält man in hitzigen Situationen die nötige Ruhe, um jeden Arbeitsablauf reibungslos von der Bühne gehen zu lassen. Da hören die Brandherde aber noch lange nicht auf. Wie in einer Studenten-WG muss sich irgendjemand finden, der Bock auf den Abwasch hat. Etwas zu lang gekochte Suppen fangen Feuer und die Umgebung selbst ist nochmal ihr ganz eigenes Biest. Die Küche befindet sich nämlich gerne mal auf vorbeischwimmenden Eisschollen oder unsicheren Holzplanken. Im Nachfolger kommen nochmal einige neue dynamische Parameter hinzu, die jedes Level einzigartig machen und eingespielte Teams aus dem Konzept bringen können. Im lokalen oder Online-Modus könnt ihr nicht nur gegen die Uhr, sondern auch gegen andere Teams antreten. Wer schneller und besser kocht, haut die anderen in die Pfanne. Overcooked 1 und 2 sind daher die perfekten Ergänzungen für alle, die an Weihnachten nicht genug bekommen vom Traum eines perfekten Dreigänge-Menüs mit anschließender Resignation. Overcooked sagt euch prinzipiell zu, doch mit dem Küchensetting könnt ihr nicht wirklich viel anfangen, dann könnte Unrailed genau die richtige Alternative sein. Statt hitzigen Küchenschlachten müsst ihr euch hier aber mit einem Eisenbahnbaukasten herumschlagen. Das chaotische Gewusel bleibt aber ähnlich. In Unrailed muss euer maximal 4-köpfiges Team eine Schienenstrecke durch eine prozedural generierte Welt verlegen. Der Zug befindet sich allerdings schon auf der Strecke und droht zu entgleisen. Euer Team muss jetzt schnellstmöglich neue Gleise herstellen und Hindernisse clever umfahren oder gleich aus dem Weg räumen. Glücklicherweise findet ihr in den Levels die nötigen Ressourcen dazu, die allerdings auch erst abgebaut werden wollen. Der Zug lässt sich auch upgraden und mit neuen Waggons ausrüsten, womit neue Funktionen zur Verfügung stehen. Die Aufgaben sind also reichlich und Entscheidungen müssen schnell getroffen werden. Derzeit befindet sich Unrailed selbst noch im Aufbau. Der Umfang der Early Access Fassung ist mit 5 Biomen, 10 unterschiedlichen Waggons und 3 Spielmodi noch vergleichsweise übersichtlich. Weitere Inhalte sollen aber in den nächsten Monaten folgen. Das Spielprinzip verspricht aber schon jetzt seine Wagenladung Spaß, gerade wenn man sich auf der Couch gegenseitig die Befehle zubrüllt. Wenn man über Open-World-Spiele spricht, verwendet man ja gerne mal den Begriff Sandbox. Die Spielwelt gleicht einem Sandkasten voller Möglichkeiten, die nur vom Spieler selbst mit Inhalten gefüllt werden. Human Fall Flat hat zwar keine Open World, sondern einzelne in sich geschlossene Level, dafür aber einen umfangreichen Sandkasten mit Lachgarantie. Als leicht pummelige Knetfigur stolpern wir im Spiel durch allerlei Physikrätsel. Die Steuerung ist dabei so simpel wie eingängig. Greifen, ziehen, festhalten, mehr Aktionen braucht es nicht, um harte Kopfnüsse zu lösen oder auch mal kreativ um die Ecke zu denken. Jedes Rätsel bietet meistens mehrere Lösungswege an. Und hat man doch schon alles gesehen, warten noch hunderte neuer Level auf einen, die von der fleißigen Community erstellt worden sind. Wer die Plattformen, Katapulte oder Felsbrocken alleine verschieben will, tobt sich im Solo-Modus aus. Richtig chaotisch und spaßig wird's aber erst im Mehrspieler-Modus, wenn man sich gegenseitig hilft und unterstützt, im richtigen Moment aber die Mitspieler auch mal in den Abgrund stürzen lässt. Da das Spiel das Scheitern kaum bestraft, sind kleine Streiche ausdrücklich erlaubt und eigentlich auch Teil der Spielerfahrung. Wenn wir schon einmal bei torkelnden Wabbelmännchen sind, dann müssen wir natürlich über Gangbeasts reden.
Nach mehreren Jahren im Early Access erschien das drollige Prügelspiel 2017 offiziell und bietet immer noch ein Fest der Absurditäten. In Gang Beasts gibt es keine punktgenauen Kombos der Marke Street Fighter, dafür aber wüste Kabeleien mit maximal 4 Spielern. Die hauen und schubsen sich gegenseitig, bis nur noch ein Spieler auf seinen wackeligen Füßen steht. Neben der gepflegten Schelle könnt ihr aber auch die vielseitigen Umgebungen zu eurem Vorteil nutzen. Egal ob auf fahrenden LKWs, Riesenrädern oder Häuserdächern, irgendwie kann man seinen Gegenspieler immer aus großer Höhe herunterschmeißen. Dabei solltet ihr natürlich verhindern, nicht selbst zum Wurfobjekt degradiert zu werden. Etwas kooperativer geht es im Fußballmodus oder in der Horde-Spielvariante gegen KI-gesteuerte Gel-Figuren zu. Herzstück des Spiels bleiben aber die Versus-Kämpfe, die mehr an eine betrunkene Barschlägerei erinnern und sich ungefähr auch genauso steuern. Raumschiffe sind komplexe Konstrukte mit einer ganzen Menge Funktionen wie Schilde, Geschützstationen und Antriebsdüsen. Das alles alleine steuern zu wollen, kann man in Lovers in a Dangerous Space-Time gleich vergessen. Mit einem KI-Partner oder mit bis zu 3 Mitspielern navigiert ihr das erdballförmige Schiff durch gefährliche, zufallsbasierte Umgebungen voller schießwütiger Roboter. Jeder der Spieler muss zwischen den verschiedenen Gefechtsstationen hin und her hetzen, um im richtigen Moment anzugreifen oder doch lieber die Verteidigungsschilde hochzufahren. Mit auffindbaren Juwelen lässt sich die Weltraumfregatte zudem mit einigen verrückten Waffen wie riesigen Kreissägen aufrüsten und individualisieren. Die effektvolle Präsentation im Verbund mit den abwechslungsreichen Levelzonen sorgen für einen intensiven Shooter-Spaß, der dank der simplen Steuerung leicht von der Hand geht. Gerade für Leute, die nach chaotischen Koop-Erfahrungen der Marke Overcooked und Unrailed noch Nerven übrig haben, sollten sich Lovers in a Dangerous Space-Time unbedingt mal anschauen. Wer bei den bisher genannten Koop-Spielen kaum über seinen normalen Ruhepuls hinaus gestresst war, findet womöglich bei Keep Talking and Nobody Explodes die richtige Portion Spannung. Im asymmetrischen Multiplayer-Spiel gibt es eine einfache Prämisse: Entschärfe die tickende Bombe. Ein Spieler hat dabei Zugang zum Bombenkoffer und muss verschiedene Hebel umlegen, Knöpfe drücken oder Kabel durchtrennen. Was genau erforderlich ist, um die Bombe zu entschärfen, wissen aber nur die Mitspieler. Die sehen das dazugehörige Handbuch, nicht aber den Sprengsatz. Beide Parteien müssen nun miteinander sprechen, um aus den Beschreibungen des Bombenentschärfers die richtigen Schlüsse zu ziehen und im knappen Zeitfenster eine Explosion zu verhindern. Zufällig generierte Bombenpuzzle mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen sorgen zudem dafür, dass das Spiel nicht nur einmal funktioniert. Ein Custom-Modus erlaubt darüber hinaus sogar die Gestaltung einer eigenen Sprengfalle mit individueller Lösung. Ein großer Vorteil von Keep Talking and Nobody Explodes ist, dass selbst bei Online-Partien nur ein Spieler das Indie-Spiel auch wirklich besitzen muss. Mitspieler, die sich per Voice-Chat mit dem Entschärfer unterhalten, können sich einfach das Handbuch runterladen und losrätseln. Noch besser wird's natürlich, wenn die Teams auf der Couch an der Bombe herumbasteln und man die Schweißperlen des Gegenübers sehen kann. Towerfall Ascension gehört zu der Sorte Spiel, die einen für jeden Fehler bestrafen. Ein Treffer genügt und die Spielfigur ist erledigt, zumindest bis die nächste Runde beginnt. Dann stehen sich wieder bis zu 4 Spieler gegenüber, die sich mit Pfeil und Bogen gegenseitig behaken, bis nur noch einer übrig ist. Die Nachwuchs-Robinhoods können aber auch zu einer Vielzahl von Power-Ups greifen, die kurzzeitig besondere Boni aktivieren und für mehr Unberechenbarkeit sorgen. Wer nicht ganz so rabiat vorgehen will, besiegt seine Gegner einfach auf die Mario-Art und springt ihm auf die Köpfe. Das funktioniert auch dank der insgesamt 120 Arenen, die voller Abkürzungen und Fallen stecken. Jede Runde spielt sich dadurch immer ein bisschen anders. Neben klassischen Versus-Modi und einem Quest-Modus gegen KI-gesteuerte Feinde lassen sich auch eigene Partien gestalten. Eine Reihe von zuschaltbaren Extras wie verlangsamte Spielgeschwindigkeit oder Spielfiguren mit riesigen Köpfen erlauben so individuelle Rahmenbedingungen. Als Turnierparty-Spaß bietet Towerfall Ascension viele Optionen und ist leicht erlernt, aber wesentlich schwerer gemeistert. Der Shooting Star unter den Partyspielen war in den letzten Monaten eindeutig Heave-Ho. Als schrumpeliger Knollenkopf mit 2 Armen müsst ihr euch zusammen mit bis zu 3 Mitspielern von Hindernis zu Hindernis hangeln.
Tiefe Abgründe sind jedoch zahlreich in den Levels verteilt, ebenso wie spitze Fallen, die euch bei Berührung sofort in einer roten Lebenssaftexplosion platzen lassen. Um erfolgreich ans Ziel zu kommen, müsst ihr Ketten bilden und wie an einer Liane schwingen, um schließlich im richtigen Moment loszulassen. Da jeder Spieler ein Kettenglied kontrolliert, endet das Unterfangen oft im Chaos und mit vielen Toten. Aufgrund des recht simplen Levelaufbaus ärgert man sich glücklicherweise nicht allzu lange und kann beim Misserfolgen direkt wieder einsteigen und einen weiteren Versuch starten. Neben dem Koop-Modus existiert auch ein Solo-Modus für alle, die auf die Hilfe ihrer Freunde verzichten können. Heave-Ho hat eine einfache Idee, die man auf den ersten Blick versteht, in ein Geschicklichkeitsspiel verwandelt, vollgestopft mit Slapstick-Momenten. Der manchmal herausfordernde Schwierigkeitsgrad sorgt außerdem dafür, dass Jubel und Jammerschreie oft Hand in Hand gehen. Ein Klassiker darf auf so einer Liste nicht fehlen. Worms ist Dauergast eines jeden gut kuratierten Multiplayer-Abends. Und das auch zu Recht. Seit mehr als 20 Jahren beballern sich schon die putzigen Gartenwürmer mit einem nie enden wollenden Waffenarsenal. Das rundenbasierte Spielprinzip ist dabei so unverwüstlich wie die Würmer selbst. Die Spieler verteilen sich auf einer zerstörbaren Karte und versuchen, sobald sie am Zug sind, ihre Gegner mittels Waffengewalt über den Jordan zu schicken. Die Würmer können dabei zu einer Reihe von Waffen greifen, von gewöhnlichen Knarren, Raketenwerfern bis hin zur allseits bekannten heiligen Handgranate. Die richtige Positionierung der Erdenbewohner ist dabei genauso wichtig wie das korrekte Zielen mit den vielseitigen Items. Die teils fummelige Steuerung kann einem nämlich öfter mal dazwischenkommen und sicher geglaubte Siege ins Gegenteil umkehren, zur Freude der Mitspieler natürlich. Über die Jahre hat die Worms-Reihe viele Fortsetzungen, Neuauflagen und Spin-Offs produziert. Darunter finden sich auch 3D-Ableger, die sich im Vergleich zu den 2D-Kollegen nochmal ein wenig anders spielen. Persönlich würden wir euch eher die klassische Perspektive empfehlen, aber da hat ja jeder seine eigenen Vorlieben. Und egal ob jetzt Worms Ultimate Mayhem, Armageddon, Clan Wars oder WMD, wer unkomplizierte Action auf der Couch oder online haben will, findet hier reichlich davon. Die englische Redewendung Hidden in Plain Sight bedeutet ja so viel wie in der Öffentlichkeit stehen und doch versteckt sein. Der Indie-Entwickler Adam Sprague hat daraus ein minimalistisches Versteckspiel gemacht, das Unauffälligkeit und strategisches Vorgehen belohnt. Hidden in Plain Sight bietet insgesamt 5 verschiedene Spielmodi, die aber alle nach ähnlichen Regeln funktionieren. Jeder Spieler übernimmt die Kontrolle von einer Figur, von der noch dutzende Klone gleichzeitig durch ein Level huschen. Die Mitspieler und ihr müssen nun die eigene Figur erstmal identifizieren und in der Masse an NPCs möglichst unentdeckt bleiben. Je nach Modus gilt es nun, verschiedene Ziele zu erreichen, wie beispielsweise Statuen zu berühren und dabei am besten die gegnerischen Hochstapler zu finden und auszuschalten. Im Modus Death Race wiederum müsst ihr als erstes eine Ziellinie am rechten Kartenrand erreichen. Jeder Spieler verfügt allerdings über einen Schuss und kann damit verdächtige Läufer töten. Hier muss richtig abgewogen werden, wann man nach vorne sprintet und sich offenbart und wann man lieber zurückfällt. Hidden in Plain Sight sieht zwar recht unspektakulär aus, hat dafür aber einige clevere Mechanismen. Der Umfang ist jedoch mit den 5 Modi und fehlender Online-Anbindung sehr dürftig, nur lokal vor dem Bildschirm lässt sich ermitteln, wer am besten in der Menschenmasse untertauchen kann. Wer aber 3 Freunde überreden kann, bekommt eine ebenso spannende wie kurzweilige Spielerfahrung. Das waren 10 Spiele, die sich perfekt für einen gemütlichen Multiplayer-Abend auf der Weihnachtscouch eignen. Welche würdet ihr empfehlen?